Es ist wieder soweit. K-Level Nummer 4 wartet auf uns. Und ich habe mir gedacht, yo, wir gehen jetzt mal nicht alleine in K-Level, weil es einfach nur absolut krank wäre. Wir nehmen mal Dixie mit. Oder Cranky oder Diddy, irgendwen. Ich möchte das Level so, wie es jetzt ist, nicht spielen. Ich habe mich schon ein bisschen dran ausprobiert. Ich weiß, wo die ersten zwei Puzzleteile sind. Mehr nicht. Aber es ist, ja, ich bin jetzt schon 3 Tage dran. Man merkt es wahrscheinlich auch, dass ich so ein bisschen weiß, was kommt. Zum Beispiel die Stelle hier, die meiner Meinung nach komplett auf Lack gemacht wurde. Okay, gut. Hoppa. Also, nur mit Donkey, gute Nacht. Erstes Puzzleteil ist da. Okay, wow. So. Wir müssen jetzt Höhe gewinnen. Wir kriegen hier kein Herz. Ah, aber wir kriegen nochmal Dick. Oh mein Gott, das ist ja übelst cheaten. Okay, wir machen es uns heute richtig einfach. Wow. Was? Okay, die Stelle verstehe ich mal wieder überhaupt nicht. Und wir haben nur noch eine Dixie. Wir haben jetzt schon ein paar verschwendet. Also 2. Und danach wird es richtig schwer. Ich würde es gerne mit Dixie schaffen. Es ist machbarer mit Dixie. Keine Ahnung. Dixie gibt mir da die Sicherheit, die mir andere Charaktere wie Donkey Kong alleine nicht geben. Oh Gott. Alter, wie kommt man an dem Dude vorbei, wenn... Wahrscheinlich gar nicht. So. Wunderbar. Alter, was? Okay, jetzt haben wir keine Hilfe mehr. Schade eigentlich. Ich hab's mit Dixie eigentlich recht gemocht. Ja, aber ich finde, mit Donkey kommt man auch recht gut voran, also. I don't know. Hier gibt's by the way echt nichts. So, hier kommt der... Das Schild. Oh Mann, und das war's. Ich könnte eigentlich Insta wieder aufgeben. Ich find's auch krass, dass du den Gegner hier besiegen musst. Du musst ihn besiegen. Weil er so groß und fett ist. Es ist einfach reiner Calm und Mark II. Und... Wo bin ich denn jetzt geschossen? An den Stacheln! An den Stacheln! Ich brauch da nochmal Dixies. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich brauch da nochmal Dixies. Ich hole jetzt auch nochmal Dixies. Ganz ehrlich, da pfeife ich auf die 2 Puzzleteile. Die bekomme ich eh wieder, aber das Level an sich ist unnormal schwer. Und ich könnte nach 10 Jahren das Skill-Level nicht aufbringen, das hier verlangt wird. Zweimal können wir das noch probieren. Jo, können wir ausrüsten. Schön. Wunderbar. Es ist nein. Einfach nö. Und ich glaube, wir übersehen die ganze Zeit den Puzzleteil bei dem einen Fass. Oder wir waren bisher nur einmal dort, aber... Also wer das mit Diddy, mit Donkey schafft, Respekt an den. Ich schaff's nicht. Ich weiß, dass ich verloren habe. Und der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Ich muss circa bei dem Schild springen. So. Komm. Das nervt mich auch, dass wir den immer besiegen müssen.
So, hier einmal durch und dann. Willst du mich verarschen? Oh, Dixie. Schenk mir Affenbabys. Alter, was? Da könnte aber auch noch ein Puzzle sein. Nee, glaube ich nicht. Dass die zwei auf ein Ding machen. Da ist auch nichts. Da ist ein Puzzleteil! Da ist ein Puzzleteil! Da ist. Da ist ein Puzzleteil! Ah! Gott. Was? Was? Raucht ihr Medikinet oder was ist hier los? Wer nicht weiß, was Medikinet ist das Mittel, das den meisten Jugendlichen, die ein bisschen aktiver sind, verschrieben wird. Gegen ADHS. Und ich glaube, die Leute hier, die haben halt echt ADHS. Das ist. Gut, das war's. Ich kann's noch mal probieren. Was? Ja, mit ganz ehrlich, ich habe jetzt gesehen, was kommt. Mit Donkey Kong kann ich mir instant die Kugel geben. Dann sind wir genauso weit. Ich weiß nicht, was mit den Leuten hier los ist. Es ist halt nicht mehr schön. So. Auf ein neues. Oh Gott. Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Versuch Nummer 3. Erneut mit Dixie. Mir wäre es ganz ehrlich lieb, wenn wir immer durch die Lava sterben würden. Dann hätten wir wenigstens 3 Versuche und würden nicht alles in einem Versuch verbrauchen. Ja, theoretisch, ganz ehrlich, theoretisch kann ich mich schon wieder in die Klippe stürzen. Bevor wieder eine Dixie verbraucht wird. Unnötig. Wir probieren es jetzt einfach. Wunderbar. Oh mein Gott. Ah, warum? Einfach nur warum? Jetzt stellt euch das mal ohne Dixie vor. Ihr könntet euch doch instant. Ich weiß nicht. Ich meine, ich bin YouTuber, ich spiele die Spiele zu 100%, klar. Ich suche ein bisschen die Herausforderung. Und ich mag die Herausforderung auch. Egal, egal, egal. Zack, zack, zack. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts.
außer der Tod. Hier ist nichts außer der Tod. Hier ist nichts außer der Tod. Hier ist nichts außer der Tod. Okay, wie man das machen soll. Timing ins Spiel! Seid ihr denn komplett behindert? Ich schneid's euch rein. Ich sehe das nicht an. Wieder hoch. Du musst mit der Musik mit, oh, sonst funktioniert es nicht. Woher bekommt Nintendo die Vitamine? Ich hab bloß den Teil vergessen. Egal, ich probier's trotzdem. Mal schauen, ob ich es trotzdem hinbekomme. Zack. Klar bekomme ich's jetzt hin. Wenn ich das eine Puzzleteil vergesse, bekomme ich's hin. Und ansonsten bekomme ich's nie hin. Mann! Ich hol das Puzzleteil auf Screen nach. Ihr wisst, wo es ist. Also schwer ist das Level dann doch nicht. Bisschen mehr Konzentration wäre nötig gewesen. Lassen wir das so stehen. An manchen Stellen. Also keine Ahnung. Wenn ihr das mit Dixie macht, gewöhnt euch nicht an Dixie. Also vor allem an den Stellen, an denen ihr schnell hochkommen müsst. Müsst ihr, also dürft ihr die Skills von Dixie nicht benutzen, weil ihr sonst übelst auf die Fresse fliegen könnt mit dem. Machen wir weiter mit Fisch und Shims, dem Boss aus Welt 4. Heute wird ein Rage-Part, ich freue mich drauf. Aber es kann sein, dass wir hier übelst reinscheißen. Komm, wir haben eigentlich einen würdigen Gegner. Wir können noch Luft voll tanken. Dann ab in die Höhle. Und hier haben wir einen kleinen Kugelfisch. Der auf einmal gar nicht mehr so klein ist. Und auch Donkey bemerkt, dass er gerade den Kugelfisch unterschätzt hat. Wir verlieren nicht zu viel Luft. Wir werden hier echt ein Problem haben. Okay. Ich glaube, das war der erste Treffer.
kommt der zweite. Was mit dir? Tschüss. Eigentlich ganz okay. Jetzt fängt er sich wieder an zu drehen. Wunderbar. Scheint ja gut zu laufen. Also wenn er keine Änderung im System hat, dann... Oh Gott. Scheint ja echt okay zu sein, der Boss. Er saugt stärker. Und er pustet in dem... Er pustet... Segel gegen uns? Okay. Ich brauche mal Luft. Okay. Oh mein Gott, ich brauche ein Herz. Ah! Treff ihn doch mal! Komm halt jetzt. Herz ist da. Schaffen wir es auch ohne Dixie? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ich brauche Luft! Und Herz. Wunderbar. Oh Gott. Er ist ultra wütend. Okay, letzte Phase ist ein gutes Zeichen. Ich habe den als Kind nie geschafft, den Boss. Uff. Er übertreibt komplett. Ich brauche Luft. Geht er wieder nach oben. Jetzt hängt er sich wieder ab. Okay, das kam sehr unerwartet. Oh mein Gott, was geht jetzt hier ab? Zweites Leben. Schade. Ah. Nein! Er hatte noch ein Leben. Oh mein Gott, wir haben Dixie viel zu früh verloren. Das war absolut intensiv mal wieder. Aha! Okay, aber für das... Es ist ein Boss, den ich noch nie in meinem Leben geschafft habe. Ihr müsst es immer im Hinterkopf behalten. Es ist ein Boss, der nicht ohne ist. Vor allem, weil er sich größtenteils unter... Du musst auf Wasser achten, du musst auf... Du musst auf... Oh Gott. Aber schön, dass er machbar... Also scheint auf jeden Fall. Erstes Leben weg. Komm schon, die erste Phase kriegen wir schnell rum. Oh mein Gott. Komm doch raus! Er ist total verbuggt in dem Ding. Okay. Okay. Wunderbar. Ich lass mir da jetzt meine Zeit. Seeigel. Ja, das soll egal sein. Aber das nicht. Okay, da war er kurz ungedeckt. Das muss man natürlich auch ausnutzen. Also es gibt x-tausend Arten, dem Schaden zuzufügen. Finde ich cool. Wunderbar, nächste Phase.
Nächste und letzte Phase. Jetzt sind wir den halben Bildschirm an. Ein, genau, jetzt rollt er. Hier oben drüber. Verdammt. Rollt er trotzdem noch zu mir? Ja. Okay. Ich brauche jetzt mal ein Herz. Dankeschön. Ich brauche noch ein Herz. Gib mir noch ein Herz. Zack. Nein! Was? Okay. Ich brauche theoretisch nur die Leben. Ich brauche die Skills von Dixie und oder Diddy oder so gar nicht. Okay. Normalerweise würde ich sagen, Cranky wäre für die Bosse gut. Okay. Dreh dich. Ich brauche Luft. Zack. Ah, ich glaube, für die Kugelfische, da sind sie noch recht praktisch. Warte mal. Okay, erste Phase ist rum. Das musste ich jetzt ausnutzen. Die Musik ist gut. Ich finde, sie ist ein bisschen too much, aber... Ich finde sie deswegen nicht schlecht. Sie ist ein bisschen zu spionartig, finde ich. Brauche ich es meiner Meinung nach nicht. Okay, dann unnötiger Treffer. Oh, das ist ein Herz. Okay. Diesmal kriegen wir es hin. 90%. Also da müsste ich mich jetzt echt schon dumm anstellen, dass wir es nicht mehr hinbekommen. Komm schon. Wie können wir da nicht getroffen worden sein? Lol, ich war in seinem Mund. Ich war schon Affensushi. Ich war einfach schon Affensushi. Krass. Ah, der Rand. Bei der Attacke ist der Rand das Problem. Ich find's gar nicht so schlimm, dass da nachher alles Mögliche rumfliegt. Schade. In dem Moment, wo ich... Ah, Mann. Letztes Leben, komm schon. Er übertreibt nochmal komplett. Genau. War's das? Oh mein Gott, Premiere. Aber jetzt ist das Spiel komplett blind. Ich habe absolut keinen Plan, was passiert. Wunderbar. Ah, wie sieht die nächste Welt aus? Das eine Puzzle hole ich noch offscreen nach, habe ich auch erwähnt. Was kommt jetzt für eine Welt? Ich habe absolut keinen Plan. Sieht interessant aus. Und da kommt das erste Mal Eis drin vor. Krass. Da gucken wir dann im nächsten Part, was uns erwartet.
Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn ihr den Park gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, lasst mal ganz kräftigen Schuh. Tschüss und bis bald.